Adam Ellis, Großbritannien, auf Band 4, gelbe Helmfarbe, die 15, Philipp Helmland aus Schweden, dann auf der 5. Bahn mit grüner Helmfarbe, die 11, Rasmus Jensen, Dänemark, und ganz außen mit der Startnummer 6, schwarz-weiße Helmfarbe, Pavel Klip aus Polen. Es geht über 5 Runden, Finale, 5 Round. Also das nochmal als Hinweis für alle. Ich hoffe, das ist auch entsprechend durchgestellt worden hier. Es geht nach einem langen Abend noch einmal über 5 Runden um den 18. Auerhahn-Pokal. Wir holen noch einmal tief Luft, während hier unten fleißig gearbeitet wird, fleißig geackert wird, um die beste Präparation des entsprechenden Startplatzes noch einmal zu erreichen. Viel Betrieb im Vorjahr. Kasper Gomolski vor Rune Holter und Vadim Tarasek aus Russland, davor Marius Marzlik vor Patrick Dudek und Antje Lebedev. Und wer wird den 18. Auerhahn-Pokal mit in sein Heimatland, mit in die gute Stube nehmen? Es ist ganz in den Martin Zolinski, das wäre der Heimat, auch wieder ein Deutscher hier gewonnen. Immer noch vorne, und das sieht also so aus, als wenn es hier